Hi, wir sind Alex und Jasmin vom Reiseblog Pocket Full of Memories. Wir haben aktuell unsere Europatour gestartet und sind jetzt einen Monat lang in Schweden. Und heute sind wir in Gießda. Die Stadt Gießda liegt ungefähr eine Stunde von der Stadt Trelleborg entfernt. Dort sind wir nämlich gestern mit der Fähre angereist. Genau, wir sind nämlich von Rostock aus mit der Fähre nach Trelleborg gefahren und heute nach Gießda weitergefahren. Wir möchten uns Gießda angucken, vor allem weil die Stadt besonders für ihre Blumenpracht bekannt ist. Aber auch das Kloster und auch die Kirche sollen weltweit bekannt sein. Wir befinden uns jetzt gerade vor dem Kloster in Gießda. Genau. Das Kloster ist ein ehemaliges Franziskanerkloster und stammt aus dem Jahr 1267. Genau. Was richtig cool ist hier in dem Kloster, ist, dass es auch einen Klostergarten gibt. Und den Klostergarten könnt ihr euch kostenfrei angucken. Da gehen wir jetzt mal rein. Wir sind übrigens mit einem Wohnmobil von Reisemobile Panda unterwegs und haben uns für das Sunlight T64 Modell entschieden. Das Familienunternehmen aus Wadersloh in der Nähe von Lippstadt in Nordrhein-Westfalen ist super herzlich und bietet eine große Vielfalt an Teilintegrierten, Vollintegrierten und Alkoven an. Ganz nach dem Motto, überall zu Hause sein, fühlen wir uns in unserem Wohnmobil pudelwohl und lieben es, in Schweden mehrere Tage am Meer, im Wald oder am See freistehen zu können. Den Link zur Website von Reisemobile Panda findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Wir sind immer noch in Gießda, allerdings schon ein bisschen weiter, ein bisschen weiter rausgefahren, denn wir sind zu Alestiena gefahren, was übersetzt die Steine von Ale bedeutet. Genau, das sind 59 Steine, die in Form eines Schiffes angeordnet sind und auch früher den Schiffsfahrern als Orientierungspunkt gedient hat, wenn sie mal den Weg nicht gefunden haben. Es ist super schön hier oben, weil ihr vor allem von hier oben aus einen tollen Blick aufs Wasser habt. Direkt unten drunter ist die Küste, es geht direkt steil hinab und es sieht super aus. Selbst die Kühe hier fühlen sich wie zu Hause. Wir haben die Nacht heute in Sneakerhorken verbracht, das ist nämlich eine Stunde von Gießda entfernt. Wir sind durch einen Wald gefahren und dann direkt am Strand rausgekommen. Das heißt, wir haben hier weißen Sandstrand, direkt den Blick aufs Meer gehabt, sowohl beim Einschlafen als auch beim Aufstehen. Haben auf dem Sand gefrühstückt, haben gestern Abend noch Burger gegessen am Meer, es war wirklich traumhaft. Die Koordinaten für diesen Standort, die packen wir euch in die Beschreibung rein, sodass ihr auch, wenn ihr mal in Schweden seid, natürlich diesen schönen Ort findet. Für uns geht es jetzt noch weiter in den Nationalpark Asnans.
Und ja, mal gucken, was da so alles auf uns wartet. Ich bin total gespannt. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Daumen hoch und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und schreibt uns auch gerne mal in die Kommentare, ja, wie euch dieser Standort hier gefallen hat und auch die Stadt Yeastern.